erstmal hier hoch, das Bild mal. Und dann brauche ich ein Floß, genau. Brauche ich ein Floß. Das habe ich voll vergessen irgendwie. Vor allem so, hier ist ein Fluss, hier kann ich nicht rüber. Ja doch, kannst du. So, okay. Was ist die beste Aussicht? Das da, oder? Ohne den Ton mit. So. Oh nein, ich habe keine Inspiration mehr. Warte, oh. War das jetzt? Vielleicht bist du noch nicht ganz oben. Are you kidding me? Aber geht's hier nach oben? Nee, da geht's. Doch, ich bin doch auf der. Sorry, you can't go up there right now. We're doing some renovations. Wann kann ich hoch? Hard to say. Maybe in 10 months, give or take. Could be longer if we hit any delays. What? Also niemals. Kannst du mich nicht irgendwie vorbeilassen? Well, you need a pass. Any official from the university should be able to give you one. Hat hier Schein A38. Verdammt. Und dafür habe ich jetzt, ja, okay. Have a good one. Ja, you too. Ja, dafür habe ich jetzt Inspiration fahren lassen. Gut, jetzt habe ich ja null Inspiration. Was passiert eigentlich, Sarah, wenn ich keine Inspiration habe und dann trotzdem mal? Kann ich dann überhaupt nicht mehr malen oder sieht das Ergebnis einfach nur sehr dämlich aus? Kannst du nicht? Okay, alles. Gut. Good to know. So, was brauche ich für ein Floß? Na, was brauche ich, um ein Floß zu machen? Dichtmasse. Oh, fuck. Oh. No. Und für die Dichtmasse muss ich ja den in diese geheime Organisation bringen. Junge, Junge, Junge. Okay. Wow. An der Spitze von Nava, genau, da muss ich Passierschein 38 holen und Dichtmasse. Wenn du Osha das Kennwort beschaffen kannst, mit dem er zu den Wurzeln kommt. Ein exklusiver Club, ein Mann. Okay. Und dafür brauchst du das Amulett und dafür musst du das Rätsel lösen. Gut. Gut. Na dann. Auf zur Rätselzeit. Ja, Himmel. Gut, also konstant im Zustand des Fallens gefangen. Ob unten oder ob aufgegangen. Entschuldigung. Also konstant im Zustand des Fallens gefangen. Ob unten oder ob auf. Dachte, ich bin mal nett und lass dich mal das nicht suchen. Ja, danke. Hätte ich jetzt wirklich gemacht, das Amulett suchen. Beziehungsweise ich wäre zuerst
zu dem gegangen und hätte geschaut, ob man den einfach sagen kann, ob. Ja, also du brauchst halt ein Amulett. Naja, hätte bestimmt nicht geklappt und dann wäre ich halt zum Strand gegangen. Genau, steinerner Anblick, wenn der Stern sich versteckt. Kann dem hier nicht. Ja, wachendes Auge am Mittag entdeckt. Wir haben ja hier diesen Halbmond da gefunden. Vielleicht hat das irgendwas damit zu tun, dass man irgendwie den Mond während der Sonnenfinsternis der Tag sich verdunkelt, nur einen Moment. Ja, das ist ja die Sonnenfinsternis. Wenn ein Stern erlischt und dann wieder brennt, das ist die Sonne. Das größte Auge starrt dich an, das ist wahrscheinlich dann der Mond. Wenn Blicke sich kreuzen, der Moment ist dann. Also das ist quasi die Zeit und das ist wo. Wachendes Auge am Mittag entdeckt. Ja, das ist auch noch ein sternder Anblick, wenn die Sterne sich versteckt. Sternender Anblick, das. Warte. Ich gehe jetzt mal wirklich zu dem Halbmond. Und hat's geklappt? Hey! So, I have some news for you. Leilani and I went out for a picnic date at the Hot Springs. Nice. We went at sunset and it was gorgeous. Right when the stars came out, I told her how I felt and she felt the same way. Aww. We're officially a couple now. Thank you so much for helping me out. It means the world to me. Aww. You're such a great friend, a champion of true love. Ja, ich habe wieder eine Inspiration bekommen. Aber schön. Aber war auch irgendwie klar. Also, die haben ja beide so verliebt voneinander gesprochen. Schön, schön. So. Dann gehen wir jetzt mal zu dem Halbmond. Und ja, schauen wir mal. Alles für so ein kleines Floß. An sich könnte ich ja den, der das Floß gebaut hat, Geld geben oder so, bis er mir sein Floß überlässt. Oder, naja. Oder runterschubsen. Nein, Spaß. Würde ich nie tun. Na komm, vielleicht hat er noch eine Dichtmasse oder der hat eine Alternative zur Dichtmasse. Honig? Ich meine, die Ägypter haben richtig guten Kleber gemacht aus Honig und Schilf und so. Ja, der wirkt auf jeden Fall so, als würde ihn Geld interessieren. Ja, da hast du recht. So, dann da drüben ist das, glaube ich. Ah, hier ist auch noch das mit der Angel. Stimmt. Das kann ich ja. Also, wir schauen uns den Halbmond an. Wenn wir da nicht weiterkommen, angeln wir kurz. Wahrscheinlich ist das auch wieder so eine ewig lange Quest. So. Ich meine, wenn man hier so steht. So, jetzt haben wir halt die Sonnenfinsternis gerade verpasst. Aber okay, konstant im Zustand des Fallens gefangen, das passt halt gar nicht. Ob unten oder ob aufgegangen. Steinernder Anblick, wenn der Stern sich versteckt. Ein waches Auge am Mittag entdeckt.
es mit dir fallen? Das ist zu tief. Ja, ich weiß. Aber irgendwie bin ich überzeugt davon, dass das da damit zu tun hat. Aber vielleicht passt es ja doch. Also wenn die Sarah das sagt, dann passt es auf jeden Fall. Konstant im Zustand des Fallens gefangen. Ich dachte halt am Anfang an Wasser vom Wasserfall, weil der fällt ja auch konstant. Und dann fängt man das irgendwie mit der Schale auf, aber okay. Okay, dann müssen wir quasi nur auf die Sonnenfinsternis warten. Und dann passiert irgendwas. Warte. Aber das wäre ja blöd, wenn wir dann bei der Sonnenfinsternis gerade sind. Die dauert ja nicht lange. Und dann wissen wir aber auch nicht, was wir da machen sollen. Aber an sich ist es ja konstant im Zustand des Fallens gefangen. An sich müsste ich ja dann einfach nur so irgendwo hingehen, damit es halt perfekt einpasst irgendwie, oder? Und dann, und dann schaue ich hin und dann plupp, falle ich wieder irgendwo runter. Irgendwie so. Naja, okay. Dann angeln wir jetzt kurz. Und dann ist bestimmt schon wieder Nacht und dann wieder Tag. Und dann in der Früh werden wir auf jeden Fall schauen, ob wir noch was rausfinden können. Du da! That old Pops, he's a-coming for you. No ring traveler? Hop to it, I'm counting on you to set things right in the sea. Machen wir es komplizierter, als es ist. Du kennst mich, ich mache es immer komplizierter, als es ist. kann ich jetzt einfach angeln? Oh, ich brauche einen Köder. Warte. Ihren Ehering vom Finger gestohlen hat, den Fisch zu fangen und ihren Ring, sie ein Sandfisch sei. Ach, ja, da muss ich ja erstmal herausfinden, was für einen Köder ich dazu brauche. Oh, schwimmende Steine, okay. So, machen wir es komplizierter, als es ist. Wieso komplizierter? Mann. Weißt du, was lustig wäre, wenn du einen Floß für die Quest bräuchtest? Also für den... für den Fisch. Ja. Es könnte halt wirklich sein, oder? Weiß ich ja nicht. Was machen wir jetzt? Wir könnten hier mal ein Zelt bauen, oder? Warte mal. Was ist in der Nähe?
Ja, Sarah, ich habe den Link schon verstanden, dass man dann einen Fluss braucht. Gut. In einer Viertelstunde habe ich Vorlesungen schon wieder. Krass. War heftig. So, dabei ist es erst Montag. So, gut. Ich will mal schauen. Achso. Ja, komm. Ja, okay. Ich bin gerade ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt, was ich jetzt am besten mache. Am besten halt. Habe ich doch gesagt, ich bin 2 Stunden da. Ach so, ja, okay. Das wird nach 7. Wow. Sarah, wenn ich hier ein Zelt aufbaue, kann ich das dann wieder also zusammenbauen und die Materialien wieder mitnehmen? Oder? Ja, okay. Danke. Schlafen. Dann schlafen wir mal 10 Uhr und 11 Uhr ist die Sonnenfinsternis. Okay. Dann schlafen wir mal bis 9. So. Dann warten 3 Stunden. Du hast recht. Das macht eigentlich keinen Sinn. Das macht eigentlich wirklich keinen Sinn. Gut. Ja. So, dann packen wir dich mal zusammen. So. Jetzt warten wir 10 Minuten. Nur so eine Frage, wie viel Inspiration hast du? Ich glaube 2 oder 1. 1. Das reicht, oder? So 1. Dann halt ein kleines Bild. Ja, aber also ich glaube, solange ich diese Konstellation auf ein Bild bekomme. Warte mal, ich schau mal kurz. Ja, an sich. Ja. Du gehst immer weiter weg, je näher ran. Ja? Okay. Und so dann, oder was? Warte mal. Der Rahmen ist voll schön. Also so dieses Schweben-Ding da. Es ist ein Auge und die Iris sollte in der Mitte sein. Ist sie doch, oder? Ach so, warte. Warte mal. Ach so, okay. So, oder? Das ist besser.
Hab schon. Ach so. Ich dachte, das Auge ist der Mond. Also die Pupille, aber ja, das macht ja Sinn. Ist dann diese außenrum dann so. Genau, ja, passt. Sonne, geh weg. Husch. Dum, 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 dum. So passt es, oder? Weil wenn ich jetzt male, dann habe ich ja keine Inspiration mehr. Warte, bis es ganz rot ist. Okay. Gut. Okay, das ist schon cool. Gut. Mandos Rätsel, Mottwillows Rätsel. Ha, das war so easy. Ich glaube, ich habe ja Mottwillows Rätsel gelöst. Ich sollte ihr das Bild bringen. So, ihre Tür war da vorne, nicht? So. Es war am Ufer. So ganz, ganz versteckt. Ach übrigens, ich habe ja, will mir ja ein neues, nee, warte. Doch davon, oder? Ich will mir ja ein neues Mischpult holen. Da meinst du es ja an sich gut genug, aber das neue ist ja besser. Und das gibt es ja gerade nicht zu kaufen und da habe ich ja nachgefragt bei Thomann, ob wann die das wieder liefern können und die haben gemeint so, ja, so Ende nächster Woche, übernächste Woche. Oder, ah, voll cool. Und jetzt haben sie es aktualisiert. Es wird in 9 oder 12 Wochen wieder lieferbar sein. Also. schade. Aber zum Glück braucht der Matti jetzt mein Mischpult nicht. Aber 9 bis 12 Wochen ist schon happig. Schade, ja. Aber okay. Es ist wieder ein bisschen dunkel für euch. Warte, ich mach mal kurz heller. Hatte ich gerade hier. So, ja, so könnt ihr besser sehen. Gut. Na du? Du kleiner Rätselaufgeber. Ah, here is something unexpected. I thought my riddle went neglected. The glowing sun confines me to mud, but this, it puts life in my blood. It's yours, most valuable thing I own, a trade for the clever wit you've shown. This brew's the only one of its kind, and its powers need a solid mind. Drink slow, once a day, your eyes will grow clear. Just a sip, and treasures will glow when you're near. Sip up, see well, but exercise care. This sight drains your spirit, till none can you spare. I devote myself to studying eyes, and I've seen plenty brimming with lies, but perhaps you're different in the end. Best wishes to you, my clever friend. What? Kann ich Telefonjoker nehmen und die Sache anrufen? what? Okay, aber also, es ist jetzt the fertig. The clever painter back again. Use the tincture well, my friend. Okay, Thema wählen. Ah, nächtlicher Trommler. Soll ich mal übersetzen? Ja, bitte, Sarah.
Übersetz mal. Trink das und du siehst verborgene Schätze. Fertig. Okay. Ah, it was you they saw in the dead of night. That makes sense. All is right. You see more than others do. That's all I'll say. Away with you. Okay. Ciao. Ah, gut. Jetzt habe ich eine Schatzsucher-Tinktur, voll gut. Und die quasi jetzt trinken, wenn ich am Strand ist, wo der das Amulett verloren hat. Würde ich jetzt mal so sagen. So, wieder normal. Ja. So. Gut. So. Ja, die macht mich wirklich fertig. Mit ihren ganzen. Ah, mit ihren ganzen Rätseln und so. Aber Mai, es reimt sich und klingt cool. Das haut mich fast vom Stuhl. Entschuldigung. Oh je. Gut. Dann bitte rechts abbiegen. Vielen Dank. Ich mag die voll. Ja, hat auf jeden Fall was, aber das ist wirklich verwirrend. Aber okay. Gibt's. Aber gibt dort auch sehr, sehr wenige, die ich nicht mag. Wollte ich gerade fragen, gibt es da welche, die du nicht magst? Also die unsere Kapitänin, die magst du nicht. Das ist ja auch nicht schwer, die nicht zu mögen. Aber sonst gibt's, glaube ich, kaum jemanden. Gut. Was passiert eigentlich, wenn ich die Tinktur also benutze und nichts finde? Ah, genau, in diesen aufgeblasenen Schnösel da. Genau. So, gut. Warte, ich rede noch. Sorry. I don't feel like chatting right now. Wurzeln. Oh, you know about us. I wish I could invite you to join the group and drink some tea. But we have to be really wary of the Chez. They're always trying to destroy our plants. What if you're part of the Chez? And maybe I shouldn't tell you any of this. I'm already in enough trouble since I lost my amulet. If the Chez find it, they could infiltrate our tea room. It would be all my fault. They're a faith group. They think our use of the teas is sacrilegious and that their goddess will smite them or something if they don't steal everyone else's tea. It's annoying, though, because they already have plenty of tea and it all just rots away. But still, they want more. Okay. Sorry. I don't feel like chatting right now. Gut, also. Nochmal. Ja, ist mir fast passiert, hab an der falschen Stelle gesucht und war schon voll panisch. Genau. Exklusive. Am Strand hat im Wasser sein verlorenes Amulett gesucht. Also, naja, dann suchen wir mal hier, ne? Warte, wie lange hält das denn an? Warte mal. Tinktur, ein Tropfen am Tag. Das ist genug für die Dinge, die du suchst. Trink aus, sieh selbst doch ab acht, in die diese Sicht dein Geist gar müde macht. Hallo. Das war easy.
Ah, cool. Gibt's hier noch irgendwelche anderen Schätze? Ich suche jetzt einfach weiter. Schatz, Schatz, Schatz. Vielleicht in der heißen Quelle. Wenn da vielleicht, so Münzen reingeworfen? Ja, hier gibt's ja keine Münzen. Oh, da ist ein Schatz. Ein Ast. Nein, es gibt keine anderen Schätze. Warum nicht? Hast du hier reingeschaut? Du hast sicher nicht hier reingeschaut. Ach. Du hast sicher nicht in die... Jetzt muss ich mich hinsetzen. Du hast so ein Glück, ey. Bei mir stand der ganz hinten am Strand und ich hab... Ach so. Oh. Das ist zufällig. Krass. Also, wo der Typ dann steht. Das ist ja krass. Okay. Ich habe halt gerade einfach geschaut, wo ich ins Wasser gehen kann. Und das war eigentlich... Also, ja. Gut. Da hatte ich auch mal Glück. Ja. Ich muss ja... Ja, genau. Zu Wazoo muss ich... ganz dringend. Ach krass, ich dachte, ach so. Ich dachte, das bleibt bei minus 1. Aber es geht ja noch weiter. Ach so. So. Warte. Der ist hier links, oder? So. Vor allen Dingen ist es ja schon eigentlich soweit, also bald. Hier. Care to hear my song again? Ja. Komm mal. Gib mir Inspiration. I dream thy feet upon the shore, sitting by the sea. Wow. Ich habe jetzt ein bisschen was bekommen. Cool. So. Jetzt habe ich minus 2. Warte, ich kann jetzt... Genau, ja. Okay. Ja, cool. Ich hatte noch nie Minus-Inspiration, wusste gar nicht, dass das passiert. Ja, vor allem nicht, dass das dann auch kontinuierlich weitergeht. Das war krass. Also, klar, wenn ich 2 Inspirationen hätte, dann wäre es halt jetzt bei 0. Aber schon? Gut, das war eigentlich schon unser Abschiedslied, ne? Called Art Block. Ja, ist wirklich so. Ist wirklich so. Minus 2 Inspiration. Ja, ist tatsächlich so. Ja. Genau, dann würde ich sagen, machen wir jetzt schon ein bisschen früher Schluss. Weil... Ja. Wir müssen ja jetzt erstmal... wieder Inspiration suchen, weil minus 2, da kann ich erstmal nichts machen. Du hast jetzt Vorlesung, ja, dann passt es wenn wir jetzt schon Schluss machen. Die 7 Minuten sind ja jetzt auch nicht so die Welt. Genau, dann, ja,
machen wir mal wieder Jet Mode.